Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute reden wir mal über die Zukunft des Gamings. Google hat ja kürzlich den eigenen Game-Streaming-Dienst Google Stadia angekündigt und will damit die Konsole ausrotten, was man ja so oder so ähnlich zumindest sogar auf die offizielle Seite schreibt. Dieser Einstieg von Google in das Gaming-Geschäft bedeutet aber echte Konkurrenz für Sonys PlayStation, Xbox sowie auch Nintendo. Wenn ja, welcher Konzern hat hier die besten Chancen? In diesem Video wollen wir einen näheren Blick werfen auf Google Stadia und Microsofts Project X Cloud. Wir vergleichen die beiden Dienste miteinander und verraten euch, welches Unternehmen bislang bei der ganzen Cloud-Gaming-Debatte vollkommen übersehen und unterschätzt wird. Bevor wir aber starten, möchte ich mich in eigener Sache an euch wenden. Bei WindowsArea.de bemühen wir uns, qualitative Videos und Reviews zu Laptops, Smartphones und PCs zu produzieren und verschiedene interessante Gerüchte und News aus der Technikwelt so objektiv und informativ wie möglich zu gestalten. Und wir versuchen auch, möglichst allen Kommentaren zu antworten und auch Hilfe zu leisten, wo wir nur können. Aus diesem Grund würde ich euch ganz gern bitten, zumindest nachzudenken über ein Abo für unseren Kanal. Es geht ganz schnell, tut nicht weh und ihr werdet es auch nicht bereuen. Jetzt schauen wir uns aber erstmal Google Stadia und Project X Cloud an. Was die beiden gemeinsam haben, was sie unterscheidet und wer hier die Nase vorn hat. Fangen wir an mit Google Stadia. Typisch für einen Game-Streaming-Dienst ist die Cloud euer Gaming-PC, wo alle Spiele eigentlich laufen. Daraufhin wird das Bild auf ein beliebiges Gerät in eurem Besitz gestreamt, ob das nun ein Laptop, PC, Tablet, Smart TV, Chromecast oder Smartphone ist. Das hat natürlich eine ganze Reihe von Vorteilen gegenüber traditionellem PC- oder Konsolengaming. Ihr müsst einmal nicht in teure Hardware investieren, um spielen zu können. Und andererseits könnt ihr überall spielen und auch jedes Spiel von überall fortsetzen. Soweit mal die Gemeinsamkeiten mit Microsofts xCloud. Jetzt kommen wir aber mal zum ersten Unterschied und das ist der Controller. Google hat einen eigenen, sehr innovativen Stadia-Controller vorgestellt. Eine Besonderheit dieses Controllers ist, dass er per WLAN direkt mit dem Google-Server verbindet, um auf diese Weise den Input-Lag zu minimieren. Daneben gibt es einen Google Assistant-Knopf, den ihr jederzeit um Hilfe bitten könnt, wenn ihr beispielsweise in einem Spiel nicht weiterkommt. Andererseits gibt es einen Capture-Button, worüber ihr schnell eine Aufnahme erstellen und diese auf YouTube freigeben könnt. Selbst wenn ihr also nur eine Internetverbindung habt, die gut genug ist für HD-Qualität, können eure Zuschauer trotzdem in der höchsten verfügbaren Qualität zusehen. Das macht Stadia auch für Streamer interessant, selbst dann, wenn sie auch schon einen recht soliden Gaming-PC zu Hause haben. Denn wer von euch hat einen PC zu Hause, mit dem ihr in 4K auf YouTube streamen könnt? Das ist ein echt gutes Argument für Stadia. Während ja Google keine eigene Gaming-Community hat, wie Microsoft mit Xbox, Sony mit PlayStation oder eben auch Nintendo, wird Stadia künftig sehr tief in YouTube integriert sein. Ihr werdet zum Beispiel die Möglichkeit haben, direkt aus einem Stream selbst ein Spiel zu beginnen, es an dieser Stelle fortzusetzen oder sogar dem Spiel des Streamers selbst beizutreten und es auch mit ihm gemeinsam zu zocken. YouTube ist zweifellos nicht die populärste Streamer-Community auf der Welt, aber es ist eine große, aktive Community, deren Potenzial mit Stadia echt gut ausgenutzt werden könnte. Natürlich hängt es aber auch davon ab, wie gut hier die Entwickler mitspielen. Sowohl Google als auch Microsoft haben ihre Game-Streaming-Dienste bereits getestet und von den beiden Herstellern haben wir bereits einige konkrete Daten zur Hardware, Leistung und der Ausgabequalität der Dienste erhalten. Google verspricht beim Launch von Stadia, welcher noch 2019 stattfinden soll, eine Ausgabequalität von bis zu 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. HDR und Surround Sound Unterstützung gibt es ebenfalls. Google hat noch nicht verraten, welche Hardware genau die Google Stadia Server betreiben werden. Man teilt uns bislang nicht einmal den CPU-Hersteller mit. Aber Google hat verraten, dass es sich um einen speziellen x86 2,7 GHz Serverprozessor handelt. Bei der Grafikkarte wird die Hardware von AMD geliefert, aber wir wissen nicht genau, welche Karte hier drin stecken wird. Wir wissen nur, dass die Rechenleistung 10,7 Teraflops betragen wird, was etwa 78% stärker sein wird als eine Xbox One. Microsoft ist beim Cloud Gaming bisher zumindest nicht so sehr auf die Qualität fokussiert. Das Unternehmen setzt auf eine Serverblade, welche aus 4 verbundenen Xbox One S Konsolen besteht. Das bedeutet, dass de facto nur in Full HD gespielt werden kann. Hier ist Google mit der deutlich potenteren Hardware klar im Vorteil und 4K bei 60 FPS wird mit xCloud zumindest anfangs nicht möglich sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Frage stellen, wer die Bandbreite dafür überhaupt zu Hause hat. Und hier kommen wir zum ersten großen Vorteil von Project X Cloud. Ein Xbox Game Streaming Dienst ist schon seit dem Jahr 2013 in Arbeit und schon damals zeigte Microsoft Halo 4 auf einem Nokia Lumia 520. Und falls ihr es nicht wisst, das Lumia 520 war ein unglaublich schwaches Smartphone mit einem 1 GHz Dual Core
und 512 MB Arbeitsspeicher. Es war so günstig, dass es nicht einmal eine Frontkamera hatte. Schon damals im Jahr 2013 schaffte Microsoft eine Latenz von nur 45 Millisekunden zwischen Smartphone und Server. 6 Jahre später und als einer der größten Anbieter von Cloud-Infrastrukturen auf der ganzen Welt, dürfte Microsofts Entwicklungsarbeit die Latenz noch weiter reduziert haben. Und nicht nur in dieser Hinsicht klingt xCloud etwas vielversprechender als Google Stadia. Google wollte nicht nennen, welche Internetverbindung ihr genau für das Game-Streaming braucht. Auf der offiziellen Seite schreibt man nur, dass eine High-Speed-Internetverbindung notwendig ist. Wir wissen aber aus den Entwicklerwerkzeugen, dass 15 Mbits für Google Stadia der Testmodus für langsame Internetgeschwindigkeiten darstellt. 15 Mbits dürften also für Google Stadia das absolute Minimum sein. Aber selbst in Googles eigener Demo von Stadia, in einer 200 Mbit-Verbindung waren Artefakte und Bildfehler zu sehen, womit die Grafik natürlich nicht derart scharf und perfekt war, wie man es eben erwartet, wenn man 4K bei 60 FPS hört. Auf der anderen Seite wissen wir von Microsoft bereits, womit wir in etwa rechnen können. In einem Interview sagte Microsofts Cloud Gaming Manager, dass die notwendigen Internetgeschwindigkeiten für Project xCloud in aktuellen Demos noch bei 9 bis 10 Mbits liegen. Man arbeitet weiter daran mit dem Ziel, Project xCloud Streaming mit Internetgeschwindigkeiten von 5 bis 6 Mbits möglich zu machen. Wenn es also zu Beginn bei xCloud hier weniger Grafikleistung im Server gibt, könnte Microsoft gerade aufgrund der geringeren Anforderungen an eure Internetverbindung und die damit verbundene höhere Stabilität der Ausgabe ein bisschen die Nase vorn haben. Wenn also die Bildqualität nicht beim Nutzer ankommt, ist Googles stärkere Hardware im Endeffekt nur für eine sehr kleine Kundenschicht interessant. Und das sind jene, die schon eine extrem schnelle Internetverbindung zu Hause haben. Vor allem das könnte Game Streaming aber extrem bremsen, wenn es für die breite Masse interessant sein soll. Aber wer von den beiden macht denn jetzt das Rennen? Ich kann hier nur meine Prognose abgeben und ich denke, der wichtigste Faktor, der für Google spricht, ist Zeit. Ich sehe Microsoft nur beim Start im Vorteil. Ganz einfach deshalb, weil Xbox schon einen Namen im Gaming-Bereich hat, weil xCloud wohl weniger Bandbreite als Stadia benötigt und daher für viele Nutzer mit schlechterer Internetverbindung interessant sein könnte. Ich sag's mal so, wenn ich die Kohle hätte, 60 Euro oder mehr für eine High-Speed-Internetverbindung zu bezahlen, könnte ich dieses Geld ja besser in einen guten Gaming-PC investieren. Game-Streaming richtet sich aber zu Beginn jetzt nicht an die Leute, die schon einen krassen Gaming-Rechner zu Hause haben, sondern an jene, die zum Beispiel nur in den Sommer- und Winterferien überhaupt Zeit haben zum Zocken und sonst zeitlich und monetär eher knapp bei Kasse sind. Schüler, Studenten, aber auch viele Arbeitstätige sind da die Zielgruppe. Aber wer von dieser Gruppe hat dann eine starke Internetleitung zu Hause oder gar im Studentenwohnheim zum Beispiel? Da xCloud derzeit deutlich weniger Bandbreite zu brauchen scheint, sehe ich zum Start hier eher den Xbox-Dienst im Vorteil. Aber nicht so schnell, denn ich habe ja vorher den Faktor Zeit genannt und der spielt Google krass in die Hände. Ich sag's so, je länger xCloud oder Cloud Gaming generell braucht, um sich zu etablieren, desto leichter wird es für Google. Und jetzt mal ehrlich, denkt ihr wirklich, dass Cloud Gaming vor 2025 massentauglich wird? Denkt mal daran, wie lange es schon VR-Headsets gibt. Also, ich würde ehrlich gesagt nicht davon ausgehen. Bis 2025 werden sich aber die Internetverbindungen deutlich verbessern. Und spätestens mit 5G werden echt viele Menschen eine krasse Internetverbindung haben mit geringer Latenz. Und hier wird Google Stadia dann richtig interessant. Weil was machen Leute in der Regel, die sich für Gaming interessieren, aber keine Kohle haben? Sie schauen zu. Mit der YouTube-Integration von Google Stadia können echt viele Nutzer erreicht werden. Mit 5G wird dann jeder am Handy schon eine Leitung haben, die schnell genug ist für 4K bei 60 Bildern pro Sekunde. Google wird es zu Beginn aber sehr schwer haben und wir werden sehen, wie gut der Konzern ohne einer echten Geschichte im Gaming-Bereich das Marketing für Stadia hinbekommt. Denn die ersten Reaktionen von Nutzern sind jetzt nicht so super positiv. Je länger es aber dauert, desto besser für Google und es wird dauern, denn Cloud Gaming ist noch ganz am Anfang. Aber wir vergessen hier immer wieder gerne ein Unternehmen, das schon in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat, dass es irgendwie in jeden Markt reinkommt. Amazon. Twitch gehört zu Amazon und ist nochmal die größere Gaming-Community als YouTube. Auch Amazon hat eine enorme Cloud-Infrastruktur, größer sogar als jene von Microsoft. Und man hat Hardware wie eigene Tablets und Fire TV-Sticks, die man millionenfach an Kunden verkauft hat. Amazon hat eigentlich alle Voraussetzungen, aber man hat noch keinen eigenen Game-Streaming-Dienst. Das könnte zwei Gründe haben. Entweder man sieht die eigene Technologie schlichtweg noch nicht als bereit an und möchte erst später in den Markt einsteigen. Oder man überlegt noch, womit sich mehr Kohle macht.
machen lässt. Denn Google, Microsoft und Amazon haben eine Sache gemeinsam. Sie sind alle Cloud-Konzerne mit Servern und Datenzentren auf der ganzen Welt. Aber zum Beispiel Nintendo und Sony haben diese Infrastruktur einfach nicht. Entsprechend dürfte sich Amazon überlegen, dem Rennen selbst fernzubleiben, um dafür die eigenen Server an Sony und Nintendo zu vermieten. Oder glaubt ihr, dass sich PlayStation bei Microsoft Azure einmieten wird? Also falls euch meine professionelle Meinung interessiert, ich halte das für ziemlich unwahrscheinlich. Aber wir wissen eine Sache, rechnet bei Game Streaming nicht nur mit Microsoft und Google. Amazon wird auf die eine oder andere Weise ganz sicher mitspielen. Wir wissen nur noch nicht, welche Rolle der Online-Riese da einnehmen wird. Offensichtlich kann die Cloud auch im Gaming-Bereich viel Positives beitragen. Und Game Streaming könnte vielen Menschen den Zugriff auf Spiele überhaupt erst gestatten. Aber auch Konsolen- und PC-Spieler könnten hiervon profitieren, indem zum Beispiel Rechenleistung in Teilen in die Cloud ausgelagert wird. Neben einer besseren Grafik könnte das Problem mit der Hit Detection beseitigt werden bei Competitive Games. Und auch Zerstörung in Games könnte durch die Auslagerung von Rechenleistung auf den Spieleserver deutlich beeindruckender und umfangreicher werden. Google hat sicherlich recht damit, dass Cloud Gaming die Zukunft gehört. Mal sehen, wer in diesem Bereich die Führung übernehmen wird. Mich würde jetzt echt eure Meinung zu der Sache interessieren. Wem gehört die Cloud Gaming Zukunft? Sagt es uns gerne in den Kommentaren. So, das war's auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn wenn nicht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Aber ansonsten würden wir uns natürlich sehr über ein Like und natürlich ein Abo freuen. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.